So, und herzlich willkommen zurück. Nein, ich halte nicht dafür an. Zu einer neuen Folge Grand Theft Auto 5 Stuntrennen. Ja, wir sind mitten im Rennen, wie ihr gerade schon sehen könnt, denn das Ende der ersten Folge verpasst habt, dann guckt ihr euch auf jeden Fall an. Es ist sehr, sehr spannend. So, ja, ich komme jetzt immer näher an John. Und ich immer mehr Fehler mache und jetzt wahrscheinlich rausfliege oder sowas. Ja, ich bin rausgeflogen. Ja, Mann, nice. Das ist doch so eine Scheiße. Wieso muss man denn von so einer runden Röhre, ja, rausfliegen auf irgendeine gerade Fläche, wo man dann irgendwie schräg ankommt und total rausfliegt, weil keine Wände vorhanden sind? Das ist doch so ein Scheiß. Shit, das ist Jan hinter mir. Aber Leute, ich hab's ja wie in der letzten Folge am Ende versprochen, Jan überholt. Aber ich habe Angst, dass jetzt Jan mich jetzt wieder überholt. Oder Jonas. Alles klar, ich komme erstmal wieder schief auf. Ey, wieso komme ich immer schief auf? Ich fahre genau in der Mitte raus, wo es gerade ist, und werde einfach schief, so mitten im Flug. Also richtig extrem. Vielleicht bist du der schiefe Turm von Pisa. Der tiefe Turm von Pisa? Der schiefe. Wer weiß. Ja, jetzt gerade. Ah, jetzt klappt's aber. Ja, Vorführeffekt, weißt du? Ja, ist echt so. Dabei sieht niemand vorgeführt, aber es sieht immer so richtig knapp aus, wenn ich auf diese Rampe zufliege. Jetzt würde ich die gleich verfehlen. Ich bin gerade richtig konzentriert, weil ich keine Fehler mehr machen will. Ich mache auch gerade keine Fehler. Also zum Glück keine Fehler. Okay, aber ich habe den krassesten Fehler überhaupt gemacht. Geil. Nice. Also Jonas ist voll konzentriert. Ja, mega. Scheiße. Nein, nein, nicht die Laterne. Nein, nice, danke, Mama. Alles klar! Tschüss, John. Was ist denn das? Alter, was ist das? Ich raste aus. Ihr kennt doch diese zwischen den beiden Fahrbahnen, diese Grasflächen. Ja, an diesem Mini-Bordstein, ich bin da drüber gefahren und habe so hart die Kontrolle verloren, als ob mein Wagen. Ich weiche extra den immer aus. Ich weiche extra den immer aus. Als wäre der Wagen so tiefer gelegt, dass er nur noch einen Millimeter braucht, um bis zum Boden zu kommen. Das ist so krass. Alter. Du hast ja diesen Porsche, wa? Das ist so unrealistisch. Ja. Also bei jedem Wagen, ja, wenn du auf Sportwagen umschaltest. Alles also. Klar, jetzt lande ich wieder total schief zur Fahrbahn. Ja, wird spannend bei euch. Dabei denn. War ich total gerade in dieser Röhre. Alter, ey. Ich werde dich schon noch aufholen, das und vieles mehr in der nächsten Folge. Genau. Ja, aber auch wenn die Folge gerade 3 Minuten geht. Ja und? Ja und? Ah, ich sehe da irgendeinen gerade lang fliegen. Ja, ich nicht. Ah, ich hab jemanden gesehen. Ja, das war ich. Abbremsen, weil die Kurve sehr steil ist. Ah, dann vom Gas runter, einfach vom Gas runter. Und jetzt Gas geben am Scheitelpunkt. Als Eisberg-Gitarre gelernt. Alles klar, ich komme natürlich total schief in die Röhre rein, sogar. Alles klar! Alles klar, Digga! Läuft mir hier heute denn? Du läufst rein. Wieso? Jonas ist 14, Jan ist 14 Sekunden. Ah, jetzt bricht mein Wagen einfach aus, ohne 36 Grund. Sekunden. Ich hasse das, ich hasse es. Ich raste aus, ich raste aus. Okay, Jan ist 19 Sekunden und Alter. Jonas 35, also er ist näher gekommen zu Jan. Ey, ich schlage gleich meinen Fernseher. Mit dem Controller. Wirklich? Ich schmeiß den da richtig rein, ja. Wisst ihr, Leute, ich habe was anzukündigen. Wow, jetzt kommt's. Ja, es kommt, startet bald ein neues Projekt. Projekt? Wow! Erzähl uns mehr. Was? Ja, die ersten Folgen haben wir auch noch gar nicht aufgenommen. Es heißt Vora. Nein. Vora. Es ist ein Teamprojekt. Wow, erzähl mir mehr. Ich kann nicht mehr verraten. Davon weiß ich ja gar nichts. Ey, verdammt. Und die erste Folge, kann ich jetzt schon sagen, wird legendär. Nicht. Digga, was?
Vor allem ist es wahrscheinlicher, ja, dass die erste Folge Vora rauskommt, als bevor das hier rauskommt. Ja, das Minecraft Vora, wir haben die ersten Folgen ja schon aufgenommen. Und das Besondere wird bei diesem Projekt halt sein, dass ab der sechsten Folge auch noch andere Sichten mit dabei sind. Mhm. Nicht nur die von Werten Steffen, sondern auch die von mir und von Fabian. Aber der wird sie oder? Vielleicht auf seinen Kanal hochladen, oder? Ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall werde ich meine Sicht auch aufnehmen. Ich habe es eigentlich auch schon getan, aber ich habe vergessen, den Ton mit aufzunehmen von den Stimmen. Deswegen werden wir die nicht hochladen. Ich weiß, ich hab mich gesehen. Folge wird es dann auch so sein, dass meine Sicht auch mit dabei ist. Ja. Genau. Nein! Ja, alles klar. Ich bin gegen dieses Ring gefahren. Läuft. Ich spawn gleich mal nochmal neu, ey. Mein Wagen ist komplett im Eimer. Sollen wir vielleicht noch stehen bleiben? Letzte. Habe ich gar keine Lust zu, Jonas, tut mir leid. Oh, Jan ist näher. Komm mal kuscheln. Ja, gerne. Runde 4 von 4 und es wird nochmal spannend, weil Jan ist ganz schön nah an mir dran. Du hast immer so schön warme Beine, Jonas. Leder. Vergiss haarig nicht. Was? Vergiss haarig nicht. Ja. Lecker Haare. Einige warme Beine. Lange haarige Beine, frisch mit Schweiß und Fett. Steffen, in Beine ist kein R drinnen. Steffen, ist dir das aufgefallen? Du hängst immer an jedes Wort ein R ran. Gar nicht. Und das rollst du dann immer so komisch. Was? Wie so ein Pirat. Wie so ein Pirat. Warst, genau. Star Wars. Was? Wovon redest du? In Reden ist ein R, Steffen. Ach. Jan, ich wusste gar nicht, dass du noch in die erste Klasse besuchst. Moment. Jan, du kommst echt nah ran. Ich weiß. Ich hab richtig Angst. Immer dieser Moment, wenn die kleine Schwester einfach ins Zimmer reinrennt. Ach du Scheiße. Und der Controller nicht mehr reagiert jetzt. Oh Gott. Da muss ich gerade mit einer Hand weiterfahren, während ich das Headset wieder einstecke. Alles klar, ich fahr vorbei. Ich fall vorbei. Oder? Ja. Nein. Hab ich für dich. Schade. Tu ich nicht. Hast du ja weggeschaut. Ich komm immer näher, John. Mach mal noch einen Fehler, bitte. Ich sehe dich, ja. Oh, ihr seid 2 Sekunden voneinander entfernt. John, komm her! Nö. Und da ist das Ziel. Hast du Angst? Nein. Und ich drehe mich, nice. Jan, ich kann dein schlechtes Parfüm riechen. Und ich hab gewonnen. Ich hab mich gedreht, alles klar, okay. Ich kann echt nicht um Kurven fahren mit dem Ding. Alles klar. Ja, das war's denn wohl, Jonas. Nice. Also, Jonas kommt mit seinem dreckigen R8 da rein. Soll ich mal wieder sauber machen gehen, ja? Nein. Gut, Leute, das war's dann auch von dieser Folge. Man sieht sich bestimmt in der nächsten Media-Folge und haut da rein. Bis dahin, ciao. Bis dahin, ciao. Tschüss.